Und da geht's ja auch schon los, die zweite Etappe rund um Gera. Mit einem anspruchsvollen Profil mussten die Athletinnen heute kämpfen. So geschah es dann auch, dass sich bei der zweiten Bergwertung eine 11-köpfige Spitzengruppe bildete. Immer wieder teilte sich das Feld und wuchs wieder zusammen, bis sich die Schweizerin Priska Doppmann ein Herz fasste und den Peloton davonzog. Sie arbeitete einen Vorsprung heraus, den sie bis ins Ziel halten konnte. So siegte Priska Doppmann bei der zweiten Etappe rund um Gera und sicherte sich gleichzeitig auch das gelbe Trikot der Gesamtführenden. Bergwertung wird weiterhin von Trixi Worrack angeführt. Beste Sprinterin ist die Niederländerin Susanne de Gode. Das rote Trikot der besten Nachwuchsfahrerin hat Marina Romoli aus Italien wieder verteidigt.